Clever einrichten und renovieren mit Rolle. Alle gezeigten Produkte erhalten Sie zu super günstigen Preisen bei Rolle, Ihrer Nummer 1 für clever einrichten und renovieren. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Do-It-Yourself-Event Türen lackieren. Sie sehen unseren Profi in allen Disziplinen in seiner Vorbereitungsphase. Auch das Werkzeug ist schon sortiert. Schraubendreher, Cuttermesser, Vorstreichfarbe, Buntlack und ein Lackierset mit Schaumstoffwalzen und Pinsel. In der Schublade hat er noch Schleifpapier, Spachtel, eine Tube Feinspachtel und Kreppband. Schon hat der Profi die Tür aus den Angeln gehoben und auf Böcke gelegt. Clever, so lässt es sich viel leichter lackieren. Den Türbeschlag schraubt er ab, so muss er ihn nicht abkleben. Bei Austausch des Türbeschlags die alten Löcher glattschleifen und verspachteln. Unser Profi beginnt mit der Vorstreichfarbe, denn die verbessert die Haftung des Lacks und sorgt für mehr Farbbrillanz. Kurz aufrühren und in die Lackschale einfüllen. Richtig, er beginnt die Streicharbeit zunächst an den profilierten Flächen der Tür und nimmt dafür den Pinsel. Dann erst kommt die Walze für die glatten Flächen zum Einsatz. Wichtig für den gleichmäßigen Farbauftrag ist das Arbeiten in zwei Richtungen. Für die Türfalz nimmt er die kleine Walze. Ah, er nutzt die Trockenzeit der ersten Türfläche, um auch die Zarge sauber vorzustreichen. Nach 12 Stunden ist die Vorstreichfarbe trocken. Die Tür kann umgedreht werden. Unser Profi wiederholt routiniert die Arbeitsschritte und wartet auch hier die empfohlene Trocknungszeit ab. Ah, er will ein besonders gutes Ergebnis erzielen. Er schleift die Fläche mit einem feinen Papier an. Schon geht's an die Endlackierung. Meist reicht schon ein Anstrich für eine schöne Oberfläche aus. Hier gelten die gleichen Trocknungszeiten wie beim Voranstrich. Der Profi nutzt auch hier die Zeit für den finalen Anstrich der Türzargen. Ein wunderbares Ergebnis. Jetzt ist es Zeit, auch den Türbeschlagwechsel vorzunehmen. Nach Schablone angezeichnete Löcher bohren und Beschläge auf beiden Seiten fixieren. Übrigens, auch furnierte Türen lassen sich leicht lackieren. Oberfläche fein anschleifen und den Lack mit der Walze gleichmäßig in zwei Richtungen auftragen. Alte Lackschichten lassen sich mit zwei Methoden entfernen. Energiesparend mit dem Abbeizer. Dafür muss aber ausreichend gelüftet werden. Und Schutzhandschuhe sind Pflicht. Mit der Heißluftpistole und einem Spachtel lassen sich mehrere Farbschichten auf einmal abschaben. Beide Methoden nehmen viel Zeit in Anspruch. Unser Profi ist mit seiner Arbeit scheinbar zufrieden. Er hängt die Tür ein. Toll, ein völlig neuer Look. Alle gezeigten Produkte erhalten Sie zu super günstigen Preisen bei Rolle, Ihrer Nummer 1 für clever einrichten und renovieren.